Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Ja, wir haben in der letzten Folge Tomi dieses Mal einen Dämpfer verpasst, indem wir ein Unentschieden wenigstens provoziert haben, damit sie auch sie den Schatz nicht kriegt. Ich weiß gerade gar nicht. Wo ist das Vermächtnis der Zerbieten? Ja. Wird halt als abgeschlossen gekennzeichnet. Oh, und ach ja, den Stab wollten wir ihr. Ach, haben wir hier schon. Okay, der Irin-Stab ist bei ihr. Gut. So, ich war am Überlegen, jetzt gleich ins Finsterwehrgebirge zu gehen. Hab's mich dann aber doch umentschieden, weil wir haben nicht mehr viel bis zum nächsten Level ab. Das würde ich gerne vor dem Finsterwehrgebirge machen, weil dann können wir auch das Gladiatorentraining abschließen. Ja, jenseits der Macht der Götter, habe ich überhaupt die Quest schon vorgelesen? Ihr habt die Wachfeste erreicht und damit den Weg in den schwarzen Dschungel erschlossen. Allerdings ist auch die Hauptstreitmacht des Maskierten auf dem Weg zu euch. Ihr werdet die Wachfeste gegen sie halten müssen. Öffnet Jinkai und seinen Jägern das Tor im Norden. Die Jäger der Kartei werden euch bei der Eroberung der Wachfeste unterstützen, wenn ihr ihnen den Zugang zur Feste öffnet. Mit ihrer Hilfe sollte es leichter sein, das Monument zu erreichen. Verteidigt euer Lager gegen die Angriffe der Streitkräfte des Maskierten. Die Hauptstadt des Raskierten rückt gegen euch vor. Versucht sie abzuwehren und euch bis zu den anderen Monumenten vorzukämpfen. Ja. Und ja, diese Schatzkammer kann man nicht erreichen. Dieses Portal ist nirgends angeschlossen. Und hier drin soll angeblich auch nur Tanz sein. Gut, das heißt, wir gehen erstmal zurück ins Kolosseum. Machen da noch einen Kampf. Willkommen im Kolosseum. Ich denke mal... Na, habt ihr euch entschieden? Wagt ihr einen Kampf in der Arena? Oder schleicht ihr euch feige von dannen? Der Kampf soll beginnen. Sehr gut. Durchschreitet das Portal. Viel Glück. Ja. Gladiatoren, lasst den Kampf beginnen. Auf meinem Befehl, folgt mir. Sofort. Zum Angriff! Zeit zu sterben. Zeit zu sterben. Das Gute ist eigentlich, die Dinger können nicht viel. Sie halten nur verdammt viel aus. Bereit. Auf meinem Befehl. Zurück mit euch. Also wie man sieht, ohne ihre Zauber, die sie mir da entgegenschleudern, können sie nicht. Achtung! Viel. Der Geisterseher könnte ein bisschen problematisch werden. Auf mein Zeichen! Zurück mit euch!
aber ich denke mal eher auch nicht. Zeit zu sterben. Zurück mit euch. Achtung. Ja, das Problematische am Geisterseher ist, dass er mir die gesamten Lebenspunkte raubt. Vorsicht! Zeit zu sterben. Das Gute ist, sie kommen immer nur eins. Ja. Also sie mischen sich nicht in die Kämpfe gegen einen untereinander ein. Auf meinen Befehl. Zeit zu sterben. Achtung! Ja, bringen wir es zu Ende. Vorsicht! Und ja, mein Irrfit hält zum Glück auch einiges aus. Zurück mit euch! Auf mein Zeichen! Für die Freiheit! Vorsicht! Achtung! Ja, die Erfahrungspunkte, die wir dann aus dem Kampf kriegen, sollten uns eigentlich zum nächsten Level abhalten. Kämpft! So. Applaus! Der Gewinner dieser Runde ist der Runenkrieger. Wie steht's? Wollt ihr ein wenig? Aber zuerst gibt's... Ja, die Belohnung. Ah, Stufenaufstieg. Sehr schön. Der Panzer des Weltenspiels, das ist auch gut. Ja, schwere Kriegskunst. 18, eigentlich könnten wir eben so gut das Rüstungsset tragen. So. Dann brauchen wir Punkte hier. Ein Punkt da. Und puh. Okay, nächst. Die schwere Kriegskunst 18 braucht 104. Wir können noch zweimal, also 10 Punkte vergeben. Das heißt 5 in Stärke, 5 in Ausdauer. Dann können wir auf 18 hoch. Gut. Sehr gut. Schilde wollte ich erst einmal. Dadurch können wir jetzt dieses Schild benutzen. Ja. Habe ich noch einen besonderen Ring? Ich könnte so einen Ring benutzen, statt dem Ring hier, was ich wahrscheinlich auch machen werde, weil der gibt plus, bis auf Stärke, plus 6 auf alles. Das ist ein geiler Ring, aber für Magier halt. Ansonsten habe ich ja nichts, das ist nämlich, ja.
Gut, mehr wollte ich nicht. Damit können wir wieder nach Empyria ins Zirkusviertel. Und Usaka zu seiner letzten Lektion herausfordern. Was gibt es sonst? Ihr wart Ausbilder? Könnt ihr auch mir etwas beibringen? Du bist bereit für die nächste Lektion. Triff mich in der Arena. In Ordnung. Gut. Absolviert das Großmeistertraining bei Usakan in der Arena von Empyria. Das Großmeistertraining kann ab Stufe 48 begonnen werden. Es ist die letzte Trainingsstufe. Ja, da wollen wir mal sehen, was wir jetzt können. Bereit? Ja, lasst uns beginnen. Gut. Achtung! Kämpft! Ich will eigentlich, dass der Irrfried nur heilt, aber nicht eingreift. Kämpft! Achtung! Kämpft! Gut, gut. Gut, gut für heute. Gut, damit hätten wir das erledigt. Genug, genug! Heute hätte die mich beinahe gehabt. Bei der Asche meiner Ahnen. Ihr würdet mittlerweile jeder Arena Xus regieren mit eurer Kunst. Ihr habt mich gut gelehrt. Ich bin nur ein alter Narr, der euch ein wenig auf den rechten Weg geholfen hat. Ihr habt euch selbst zur tödlichen Waffe geschmiedet. Ich bin stolz auf euch. Danke für alles, Uzakan. Lebt wohl. Lebt wohl. Ach, mein Rücken. Jetzt eine Massage und ein guter Branntwein. Gut. Ja, Erfahrungspunkte waren jetzt nicht der Rede wert, aber wir haben die Quest abgeschlossen. Haben jetzt auch schon hier sind es 10, 13 und den Schädelmünzen, die wir brauchen. Was gibt es sonst? Ihr wart Ausbilder? Das war meine letzte Lehre für euch. Ihr seid mittlerweile so gut wie ich. Ab jetzt wird es gefährlich. Dann wagt ihr es also nicht mehr gegen mich zu kämpfen? Ein guter Gladiator weiß, wann er einem aussichtslosen Kampf aus dem Weg zu gehen hat. Ihr habt alles gelernt, was ich euch beibringen kann. Nun geht hinaus in die Welt und findet dort euren Meister. Lebt wohl, Hitzkopf. Ja, das Problem ist, unseren Meister haben wir schon gefunden. Sie haben einen Gegenstand erhalten, dein Tod. Ach ja, große Keule. Große Schlagwaffen. Kannst du allerdings nicht benutzen, du kannst keine Schlagwaffen, gell? Na doch, aber auch 14.